used to stand on the bow of my ship sometimes and stare across the water, imagining what new sights and experiences might await me in the city. I was so naive back then. A child. Soon, it will begin. The deception will be over, and Kadar avenged. I trust Cavador to get up early, so hopefully this mess will be over before anyone innocent gets hurt. I figure free traders would rather run like the cowards they are than fight. But if my deception works, then they're not going to have a chance. They have ships docked somewhere inside, and mine is among them from the way it sounds. I'll have to get a key from their shipping office safe to access the docks first. I can't wait to find it and get out of this evil place. It's as hollow as the people who inhabit it. I'll have to wait until the fight begins to get inside again, and I'll have to move quickly. If I wait too long, the Hammerites might claim some of the booty for themselves. In die Schlacht. Ja, und jetzt bekommen wir endlich unsere Rache. Brich in Neesons Quartier ein und suche nach Informationen, die nützlich sein könnten. Also wir sollen trotzdem nochmal reinkommen und gucken, ob wir auf jeden Fall Erfolg hatten mit unserer Rache. Du könntest wetten, dass die Schmuggler den Großteil ihrer Beute irgendwo versteckt haben. Versuche, ihr geheimes Lager zu finden und zu plündern. Optional. Werden wir natürlich versuchen und trotzdem machen. Also ich werde versuchen, es zu finden. Wenn es nicht klappen sollte und wir zu lange rumirren, ja, dann werde ich es vielleicht auslassen. Aber ich werde es versuchen trotzdem. Neeson muss den Mord an Kedar befohlen haben. Stellt sicher, dass der Bastard tot ist. Ja, wir müssen so gucken, ob Neeson wirklich tot ist. Wir hätten ihn ja töten können, glaube ich, Neeson, oder? Oder war es seine rechte Hand, die wir gefunden haben? Vergewissere dich, dass Grissom, seine rechte Hand, ebenfalls tot ist. Achso, Grissom haben wir das letzte Mal gehabt, stimmt ja. Als du das letzte Mal hier warst, hast du gelesen, dass die Schmuggler dein Schiff irgendwo hier versteckt haben. Finde es. Ah, stimmt. Deswegen hat sie sich ja so aufgeregt. Das Schiff, womit wir angekommen sind, haben sie gekapert. So, und auf dem Schwierigkeitsgrad seht ihr, es ändert sich ziemlich viel. Also auf Normal haben wir zum Beispiel nur diese 3 Missionen. Wir sollen gucken, ob Neeson tot ist. Wir sollen im Quartier nach Spuren suchen. Und ich soll nach unserem Schiff suchen, damit wir wieder nach Hause kommen. Auf Hard haben wir halt noch den optionalen Quest dazu bekommen. Und auf Experte ist es halt so, dass wir den Mord an Kedar, also da müssen wir gucken, ob Neeson tot ist, ob Grissom tot ist. Optional gucken, im Quartier gucken und dann natürlich nach unserem Schiff gucken. Ist also eine reine Informationsmission. Wir müssen nicht unbedingt was stehlen, außer das Lager vielleicht. Aber ich werde trotzdem versuchen, alles mitzunehmen, was möglich ist. Los geht's. Wir dürfen natürlich vorher noch mal ein bisschen shoppen. Und jetzt sind wir eigentlich bestens ausgerüstet, muss ich dazu sagen. Oh, wir dürfen nicht shoppen. Quick Save. Oh. In die Stadt können wir nicht mehr zurück. Aber schön, wie hier auf einmal alles so normal in der Stadt. Ach du Scheiße. Wir sollten den Hammeriten nicht in die Quere kommen, liebe Leute. Das wäre nicht so schlau. Also es sind auf jeden Fall, ist es gerade mitten in der Schlacht, ist es gerade. Das heißt, die Schmuggler gegen die Hammeriten. Beide sind jetzt nicht unbedingt, für beide sind wir jetzt nicht unbedingt Partei. Ich habe jetzt ein bisschen Bammel. Ich kenne diese Mission, aber ich habe sie nicht mehr so gut im Kopf, wie das abgelaufen ist. Ob wir hier auch wieder... Oh ja. Das tut gut. Das tut wirklich gut, wenn man hier sieht, dass die Mörder unseres Cousins zur Strecke gebracht werden. Nur wenn man mal bedenkt, was wir hier eigentlich verursachen. Hier ist sogar ein Hammerit gestorben. Ob das wirklich das Gute ist, was wir hier tun? Die haben hier sogar die Tür eingetreten. Aber ihr seht, das Level kennen wir ja schon. Oh, da lebt noch einer. Alter. Jetzt habe ich mich ein bisschen erschrocken. Okay, die haben die Höhle gesprengt. Okay, wir gehen weiter. Wow. Thank you.
sich an, schon was los. Bevor wir aber da uns einmischen, gucke ich mich mal ein bisschen hier um. Es ist helllichter Tag. Was? Ist der gerade ins Wasser gesprungen? Was macht der denn da? Liebe Leute, ich will nicht wissen, was er gerade mit der Wand gemacht hat, aber auf jeden Fall ist er ertrunken. Was hat das denn jetzt? Ich hab keinen Mord gemacht. Ich habe keinen Mord gemacht, ja? Ihr habt's gesehen, ihr wart dabei. Warte mal, da liegt was im Wasser. Aber gut, dann ist die Wache schon mal ausgeschaltet. Was hat das denn? Was hat das denn? Okay. Hier kann man auf jeden Fall noch ein bisschen was mitnehmen. Ja, von denen ist nicht mehr viel übrig geblieben. Die haben ja absolut... Mich wundert sowieso, dass die noch Loot haben. Die Schmuggler. Oh, es ist ziemlich laut hier. Was ist denn das? Eine Kanone... Ein Spinnenei. Stimmt ja. Sowas gab's auch noch. Und wir haben wieder Loot. Ja, für die, die natürlich jetzt keinen Bock auf Spinnen haben, tut mir leid, aber diese Spinnen sind sehr nützlich. Denn das sind die roten Spinnen, soweit ich weiß. Die können unsere Gegner lahmlegen. Besser als die Froschbestien. Und wir sind ja, wir gehören ja zu den Heiden, deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass wir das benutzen dürfen. Denn die greifen uns nicht an, die Spinnis. Die greifen nur unsere Feinde an. Alter Schwede, das ist ein Hammerit. Wie kommen wir an denen vorbei? Wir müssen ja versuchen, reinzukommen. Gut, wir kennen ja eine Möglichkeit. Oh, was machen die da hinten? Die haben das Tor aufgesprengt. Ich würde gerne noch im Wasser mich ein bisschen umsehen. Ob es da noch irgendwas gibt. Alter, wie viel Tod hier ist, einfach nur. Einfach eine riesige Schlacht. Guck mal. Wo sind wir denn hier? Achso, das ist der Vordereingang. Der, kann ich den noch aufschließen? Ist das möglich? Was? Man kann sie noch aufschließen. Ich habe auf jeden Fall ziemlich viel Krawall da drinne. Ich würde sagen, wir warten ein bisschen, bis sich beruhigt. Oder wollen wir die Lage, diese Lage ausnutzen? Sind auf jeden Fall alle tot. Ich guck mal, hier ist noch ein... Warum gibt's hier Spinneneier eigentlich? Also die Hammeriten benutzen garantiert keine Spinnen und die Schmuggler auch nicht. Und dass wir sowas finden können? Ich würde sagen, übers Dach da oben, aber da würde uns die Wache da hinten sehen. Wir gehen mal den Vordereingang. Wir versuchen's. Ach man, am liebsten würde ich jetzt hier mit ein bisschen mitmischen, ein bisschen mitzerstören. Ein bisschen mittöten, aber wir dürfen nicht. Also, laut meinen Garrett-Kodex. Da liegt ein kaputter Hammer. Oder hat hier jemand niedergestreckt? Das Problem ist, die Wachen sind jetzt komplett alarmiert. Das heißt, sobald sie mich einmal sehen, werden sie sofort auf mich losgehen und nicht lange fackeln. Ach hey. Was macht der denn da? Macht der einen Tanz? Macht der einen Tanz oder was? Ich hoffe, der bleibt nicht da drinnen stehen. Wenn wir ihn mit der Spinne erledigen, ist das ein Kill? Du sollst nicht hide. Komm out! Ich muss ihn auf jeden Fall da weglocken. Oh, wo geht er hin? Okay, der patrouilliert hier. Okay, wie soll ich denn die... Der patrouilliert aber richtig beschissen. Wisst ihr was? Wir probieren einfach die Spinne aus. Tut mir leid, dass ich das jetzt machen muss, aber... Oh Gott, das ist ein blauer Spinn. Das sind die blauen Spinnen, die können sogar schießen.
Keine Chance. Los, Spinne, hinterher! Du tust mir nichts, oder, Spinne? Spinne? Oh. Nach Ableben erlöst sie sich auf, also. Also nach einer gewissen Zeit. Oh, gut, dass ihr euch gegenseitig tötet. Alter Schwede. Ah, der ist nur eine Flasche. Nicht so laut, nicht so laut. Ekelhaft. Was liegt denn hier? Ich weiß nicht, woran Niesen heute die Sicherheitsvorkehrungen anzieht, aber es gefällt mir nicht. Alles, was wir haben, ist eine Lieferung an Truot und ein ankommendes Schiff mit Bergbauwaren. Was zum Henker macht ihn so nervös? Ich glaube, der hat die Kugel mitbekommen. Aber ich weine nicht um diese Bastarde. So, mal das Flackern ausgemacht. Da steht schon alles unter Wasser. Und noch ein paar Pfeile. Tja, da hat unsere Spinni uns gerettet. Wobei, hätten wir ihn töten müssen? Hätten wir ihn töten müssen? Warte mal, ich lade nochmal. Sorry, ich will nicht unbedingt den Tod machen. Ihr habt jetzt gesehen, was man machen kann damit. Okay. Wir warten, bis der rum ist. So, und dann gehen wir einfach in die andere Richtung. Okay, wir mussten ihn nicht töten. Beste wäre natürlich, wenn man ihn töten würde, aber... Nein. Wir sind Steve Garrett. Wir sind kein Mörder. Auch wenn wir gerade Seiya spielen. Das ist ein Hammerit. Der hilft uns doch. Ah, Mann. Jetzt habe ich schon wieder da reingegriffen. So, das haben wir gelesen. Sonst ist hier nichts versteckt weiterhin. Ich werde mir trotzdem versuchen, noch ein paar Schätze anzueignen. Das geheime Lager müsste ja an einem Punkt sein, wo wir noch nicht waren, als wir hier das erste Mal waren. Dass die Brüstung zerstört. Wir gehen mal runter ins Wasser. Scheiße, ihr meint, der hat überlebt. Na komm her! I see you there! Get back here! Okay, I've had it. I'm gone. Der Marit müsste gegen den... Okay, gut. Wir locken sie einfach gegeneinander. Haben wir noch irgendwas hier? Er merkt schon, wir dürfen uns hier auch nicht blicken lassen. Es ist bestimmt sehr dunkel bei euch. Also bei mir ist es relativ hell. Irgendwo, wer ist da hinten? Also der sucht auf jeden Fall nach dem und der sucht hier hinten nach dem. Das ist auch ein Hammerit. Shit. Scheiße, kommen wir an denen vorbei? Ich glaube wohl nicht. Scheiße, wie wollen wir denn den weglocken? Ach, Mann. Das Problem ist, solange die... Ich will sie nicht K.O. schlagen. Oh Gott. Oder wir versuchen einen anderen Weg. An den Typen vorbei. Weil wenn wir ins Wasser laufen, hört er uns. Und der hat jetzt tote Körper, wollte ich gerade sagen.
leblose Körper gesehen. Das heißt, wir werden in unserer Wertung auf jeden Fall das drinne stehen haben. Wobei wir dafür gar nichts können. Das ist die Küche. Aber wie sie abgeschlachtet haben, muss ich ganz ehrlich sagen, das sieht den Hammeriten gar nicht ähnlich. Oder vielleicht doch. Die brauchen sie eh nicht mehr. Den Klunker. Warte mal, vielleicht ist ja hier irgendwo ein geheimes Lager. In den Öfen so versteckt. Was ist denn das? Ach, Schädel. Okay. Okay, ich muss sie ja wirklich safen. Ich habe erst damals, wo ich das gespielt habe, habe ich alles niedergeknüppelt, was mir im Weg kam. Ob Samarit war oder ob Schmuggler war. Und ich will dasselbe nicht nochmal machen. Sind wir jetzt hier im Hellen? Können wir hier rausgehen? Scheiße. Ich glaube, den müssen wir erledigen. Tut mir leid, Leute, aber es bleibt mir keine andere Wahl. Ich muss die Spinnen nutzen. Oh Gott. Was? Wo rennst du hin, Spinne? Hier. Da ist da ein Hammeritfeind. Du tust mir doch nichts, oder? Wow! Oh Gott. Das ist der Trainingsbereich. Aber man sieht, die sind auf jeden Fall unterliegen, die... Der hat mich auch nicht mitgekriegt da vorne. Warte mal, wenn er mich eh nicht mitkriegt, dann brauche ich die Spinne nicht beschwören. I know they're out there. Come forth now where I might see thee. I fear thee not. Mein Freund. Wow! Greif nicht mich an, greif die Schmuggler an. Let me at thee. Thy time is running out. Oh Gott. Geh weg. Jetzt läuft es ganz anders. Erstmal ein Stück Brot essen. Hört sich ein bisschen komisch an, wie die Brot ist. Show thyself, scoundrel. Thou canst only remain hidden for so long. Zieh dich zurück, Mann. Ah, Mann, das ist doof, wenn man nicht töten darf. Also, aus eigenem Prinzip her. Töten dürften wir schon. Warte mal, stellst du dich jetzt ernsthaft dahin? Ach, Mann. Komm, Spinny. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? So, und jetzt machen wir noch ein bisschen Lärm. Thou shalt not do that again. Thou shalt not do that again. Aber warum greifen wir die Spinnen an? Das finde ich ein bisschen blöd. Komm, löse dich auf, Spinne. Dankeschön. Oh Gott. Die haben den festgenagelt. Ah, haben wir noch ein bisschen Loot. Oh, irgendwas da drinnen? Nee. Komm, nicht rausziehen, das Zeug. Wir gehen nochmal hier durch. Ich will hier alles mitnehmen. Ich muss hier nur ein bisschen lokalisieren, wo was ist. Hier sind doch noch ein paar Diebe. Ein paar Schmuggler übrig.
Achso, hier war der rechte Hand, hat hier gepennt. Er ist nicht mehr da. So ein Säufer. Hier soll ich auch noch ein Geheimversteck finden. Okay, er ist auf jeden Fall nicht da, der Grisim, wie er hieß. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt die Amoriten gegen die Schmuggler hier locken könnte. Ja, die haben nämlich hier ordentlich aufgeräumt. Das sind Dreier. Das heißt, wir müssen die. Ich werde die Amoriten von hinten hier vorholen. Das ist ja eigentlich gar nicht so schwierig. So, ich speichere mal kurz ab. Verdammt, ich hätte den einen nicht töten dürfen. Ich habe auch gespeichert, verdammt. Das ist ein Bogenschütze. Verdammt. Warte mal, ich brauche einen Amoriten. Hey, Kumpel. Hier. Komm, ich stehe hier vor dir. Hallo, siehst du mich nicht? Ich bin noch halb im Licht. Linger in the shadows. I shall find thee soon enough. The builder shall strike thee down, Dylan. That's it. Who's there? Oh Gott. Linger in the shadows. I shall. Könnt ihr nicht gegeneinander kämpfen? Ihr habt doch andere Probleme. Ah, guck mal, was ich hier verpasst hätte. Hat er ihn gekillt? Oh, was es hier alles gibt. Okay, er hat ihn getötet, weil der Archer ist weg. Hallo? Hey. Kommst du mit? Okay, er kommt mit. Er kommt definitiv mit. Verdammt, wie kriege ich den da runter? Jetzt. Alter Schwede. Der dreht richtig durch mit seinem Hammer. Jetzt kümmert sich um den Rest. Ah, den Bogenschützer, ob er den noch schafft. Der dreht völlig durch. Ah, ist das schön. Shit. Ich glaube, der schafft es nicht. Egal, ich nutze das aus und ziehe mich hier zurück. Was ist denn das hier? Ah, auch noch ein bisschen Loot. Und da hängt ein Arm. Der ist ziemlich arm dran. Kaputte Pfeile. Da geht's nach draußen. Da haben wir auch noch einen Amoriten zur Not. Ah, ist ganz schön viel Loot, das man hier kriegt. Ich glaube, ich kriege hier mehr Loot zusammen als das letzte Mal. Und der Moosfeil natürlich. Der ist natürlich auch wieder da. Ja, ja. Den werde ich nicht vergessen, diesen Moosfeil. Wo soll hier ein geheimes Versteck sein? Und bis jetzt haben wir noch nichts von Nies erfahren. Und noch gar nichts von... Okay, er hat ihn getötet. Schidikowski. Den Bogenschützen müsste ich jetzt gegen ihn locken. Ich guck mich mal ein bisschen hier noch um. Oh, was haben wir denn hier? Oh, hier ist ein geheimes Lager. Warte mal. Das ist vielleicht das, was sie meinen. Weil das habe ich das letzte Mal nicht entdeckt hier.
Das auch nur, weil hier was aufgerissen wurde. So. Das ist aber nicht das geheime Lager. Wobei für mich das schon ein bisschen geheim aussieht hier. Ein Schlüssel. Schlüssel zu den Docks. Wofür das wohl genau ist? Bei den Docks? Das ist vielleicht der Schlüssel, den wir brauchen für unser Schiff. Ah. Wo sind wir denn hier? Oh, der wurde mit einem Schwert erledigt. Das sind die Docks. That's Neeson, the leader of the smugglers. Das ist der Anführer. Und er ist tot. Stell dir vor, Neeson für den Anführer der Freihändler tot ist. Neeson ist gerade gestorben. Gut, Neeson ist tot. Und ich ziehe mich zurück. Scheiße. Bleibt uns nichts anderes übrig. Ist cool, dass sie die kleinen Spinnen nicht erledigen können. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen, ist wirklich ein bisschen lame. Oh, der hält ganz schön viel aus. Aber wir können hier so nicht in Ruhe. Wir können hier so nicht in Ruhe sonst lang gucken. So. Ich hoffe, es zählt nicht als Tötung. Ich hoffe es. Warte mal. Hier könnten wir wieder rauskommen. Ich gucke mal nach unserem Schiff. Ich speichere aber vorher ab, nicht, dass ich das hier irgendwas verpatze. So, ich gucke mal, ob der noch was Feines hatte. So, das müsste das Bergarbeiterschiff sein. Und das müsste unser Schiff sein. Und bevor ich hier drauf ballere... Warte mal, worauf können wir denn hier ballern? Wow! Ach so, das hätten wir nutzen können, falls der Entführer es überlebt hätte. Ich gehe mal dann stark davon aus, dass das unser Schiff ist. Wir ziehen uns mal hier auf dieses Schiff zurück und gucken mal, was es hier so Feines gibt. Ein Anker. Ah, in die Kabine da hinten kommen wir nicht rein. Gucken wir mal, was es hier gibt. Ziemlich duster hier unten. Aber den ein oder anderen Sache, die ein oder andere Sache finde ich sicherlich. Wow, was haben wir denn hier? Scheint von irgendeiner Erfinder zu sein. Drei Männer, vier Frauen aus Blackbrook, zwei Konkubinen aus Madame Volaris Bordell entführt, sechs Knaben bei Rumstreuen in Newmarket gefunden, drei Mädchen aus dem Waisenhaus im Nordviertel, ein Vagabund männlich beim Transport gestorben, ein Knabe krank und fiebrig. Ach, dass die schmuggeln auch Menschen. Naja, jetzt nicht mehr. Jetzt können sie nicht mehr schmuggeln. Das hat ein Ende. Ende! So. Ein Wasserfall. Und noch ein bisschen Loot. Gut. Mehr gab es hier anscheinend nicht. Ich habe immer noch das geheime Lager nicht gefunden. Das ärgert mich ein wenig. Und wir haben immer noch nicht rausgefunden, ob die rechte Hand tot ist. Vielleicht ist der ja in der Haupthalle. Tja, das war euer Wesen, Neeson. Neeson ist tot. So, ich spreche mal ab. Ich gehe mal auf das Schiff. I knew they had my ship. Das ist unser Schiff. Okay, also unser Schiff ist da. Irgendwie seltsame Konstruktion hier. Um hier hochzukommen, muss man echt ganz schön kraxeln. So, wie sieht's aus? Ja, wenn du fertig bist, finde dein Schiff und flüchte. Vergewissere dich, dass Kirsten seine rechte Hand ebenfalls tot ist. Und im Quartier von Neeson müssen wir uns noch umschauen. Stimmt, da waren wir noch nicht im Quartier. Gut, dann würde ich sagen, gucken uns jetzt noch bei dem Bergarbeiterschiff um. Und da liegt sogar was. Und dann ziehen wir uns nochmal in die Basis zurück. Komm ich da nicht hoch? Ja. Ach. So, kommt das nicht mit? Aha, das Ding kann man also versenken.
Glaube ich zumindest. Interessant. Könnte ich zum Beispiel nutzen, wenn ich wirklich flüchten müsste. Also hätte ich damit den Hammeriten töten können. Auch wieder, dass es ohne Kill zählt. Ja, im Grunde haben wir unsere Finger nicht schmutzig gemacht. Bis jetzt war es immer irgendwas anderes. Okay, ihr seid ein Pärchen für immer. So, ich mach mal hier auf. Und ich muss die Wache auf jeden Fall mitnehmen. Grüß dich. That looks like Grissom. Someone already did my work for me. Was? Wie? Warte mal, er kann ja nicht weg. Ach, das ist Grissom. Grissom ist tot. Und die Wache steckt da fest, die kann da nicht weg. Also Grissom ist tot. Hier ist irgendwie ein kleiner Bug, wie ich sehe. Wie gesagt, tut mir leid, wenn ich immer Bugs finde, aber manchmal passiert's halt. Gut, das ist der Haupteingang. Ist der über mir oder ist der hier unten? Wenn der über mir ist, ist das nicht schlecht. Dann sind wir nämlich in der Haupthalle. Also Grissom ist auch tot. Wir haben auch, er ist auch irgendwie verstorben. Er ist wahrscheinlich einfach erstochen worden und ins Wasser geworfen worden. Und treibt jetzt vor sich hin. Und hier kommt man nicht rein. Wie kommt man hier rein? Das scheint ein geheimes Lager zu sein. Also, ich könnte darauf wetten, dass es das geheime Lager ist. Jetzt müssen wir nur noch die Schalter dazu finden. Wir gucken uns erstmal hier oben um. Oh, der hat hier ganz schön ordentliche Arbeit geleistet, der Hammerit. Und wieder ein Hammeriten übrig. Okay, vorsichtig. Vor allem Steve nennt er ihn. Das ist so lustig. Hallo, hinter dir! Wohin guckst du? Der trifft ihn nicht. Was ist denn da los? Er trifft ihn nicht. Die treffen sich nicht. Okay. So, jetzt müssen wir nur noch den erledigen. Wobei ich mich irgendwie nicht traue. Geh weg. Zieh dich zurück, mein Freund. Zieh dich zurück. Du hast genug Arbeit erledigt. Alter Schwede. Irgendwie ist lustig, wie sie sich bekämpeln. Ich kann die Räumlichkeiten so nämlich nicht durchsuchen, wenn die ganze Zeit auf Alarmstation sind. Wir haben jetzt gar keinen Verbrecher mehr da draußen, wa? Okay, was macht der? Okay, der patrouilliert. Was ist denn hier los? Ganz schön krass, was hier schon wieder abgegangen ist. Hier soll ich noch was finden. Ah, das ist der Raum von Nies. So, dann gucken wir mal. Herr Faradoc, ich bin mit Ihren Bedingungen einverstanden. Die Vagabunden müssen zur Abmachung Adresse geliefert werden zu folgenden Preisen. 250 Gold für jeden Mann, 200 Gold für jede Frau, 100 Gold für Kinder bis 13 Jahren. Betrachten Sie dies als formularen Vertrag unserer Abmachung, da sie bisher nicht festgehalten wurde. Seien Sie gewarnt, dass ich keinen Penny für weitere beschädigte Ware bezahlen werde. Wie zum Beispiel den Ausländer mit der Gehirnerschütterung vor ein paar Monaten. Einige ihrer Männer hatten mir erzählt, er sei einer ihrer Rivalen, den sie bei den Docks eingefangen haben. Er sagte auch, dass sie ihn für eine Weile behalten haben, bevor sie ihn mir übergeben haben. Dies sind gefährliche Geschäfte, Faradoc, und ich bin nur an Gossenabschaum interessiert, den niemand vermissen wird. Für die Zukunft. Jegliche beschädigte Ware hat sofort entsorgt zu werden, nicht bis zur Heilung behalten. Wir brauchen unsere Exemplare bei der Lieferung voll einsatzfähig. Seien Sie in Zukunft diskreter, oder unsere Abmachung wird ein unvorhergesehenes Ende finden. Kontaktieren Sie mich nicht in Shoals Gate oder zu Hause. Sie können mir am zweiten Tag jeder Woche kurze Nachrichten bei Madame Volari in Whiteside hinterlassen, falls es nötig ist. Mein Arrangement mit Madame Volari hat ebenfalls vertraulich behandelt zu werden.
Mein Henker, Markschmuggler, Faradoc und die Zellen in Shoals Gate sind heutzutage reichlich voll. Norman Truart. Und die haben wieder mit D geschrieben statt mit T. Okay, er hat gemeinsame Sachen mit dem Sheriff gemacht. Warte mal, der Schmuggler hat an den Sheriff Menschen verkauft. Und der Sheriff, das wissen wir ja durch Thief 2, wird Menschen an Karras weiter verscherbeln. So ist das also. Was steht hier? Grissom, Truart regt sich über den Zustand auf, in dem wir ihnen die Vagabunden übergeben. Wir müssen in Zukunft vorsichtiger sein. Ich habe einen Blick in das kleine Tagebuch werfen können, das er überall mit sich rumträgt. Wir haben bei Volari ein wenig getrunken und als er seinen Wein in die Freiheit entlassen ging, also er hat gekotzt, habe ich das Büchlein mal überflogen. Er führt eine genaue Liste all der Landstreiche, die wir ihm anliefern. Mir war klar, dass er davon besessen ist, aber das heißt, keine Kranken mehr mit abliefern und hoffe, dass es nicht bemerkt. Er hat auch damit gedroht, uns beide hängen zu lassen, wenn er herausfindet, dass wir unser kleines Arrangement genutzt haben, um die Konkurrenz zu reduzieren. Wenn ich über ihn und Limes nachdenke, glaube ich, dass wir Kedar einfach hätten umlegen sollen, anstatt ihn zu verscherbeln. Ab jetzt werden wir etwas genauer auf die Qualität achten müssen. Wie auch schon bei der Kunst und den Gewürzen. Immerhin hat sie hier gleichmäßiger. N. Kedar lebt also. Kedar. Could you still be alive? Kedar lebt und wurde verkauft. I've got to get out of here. Ich hoffe, ich komme hier nochmal raus. Nicht, dass der scheiß Typi da jetzt hier reinstürmt. So, wir haben jetzt alles erledigt, außer das Optionale, also dieses geheime Lager. Ich würde gerne das noch finden, Leute. Das wäre ein sehnlichster Wunsch für mich. Und ich werde die Wache hier ausschalten. So. So, los, komm, schieß drauf. Okay, die Spinne kommt da nicht weg. Manchmal muss ich aber sagen, da ist die KI echt idiotisch. Aber es ist eigentlich geplant, dass man die verwendet. So, das war's. Der ist jetzt so geschwächt, dass er eigentlich nichts mehr machen kann. So, der ist tot. Hier haben wir nichts mehr liegen. Aber wo soll ich denn nach diesem geheimen Raum suchen? Beziehungsweise... Ich hätte einen Verdacht, wo es sein könnte. Wo rennt er denn hin? Okay, der rennt weg. Haben wir hier noch irgendwo einen Raum, den wir vergessen haben? Nee, wir waren eigentlich überall. Wir könnten im Grunde die Mission jetzt abschließen, aber es ärgert mich, wenn ich sowas nicht finde. Oh, da ist auch noch ein Feuerpfeil versteckt. So. Wir haben alle Schlüssel. Was? Moment. Das war nichts. Ich hätte die Spinne ja nicht beschwören dürfen. Ich hätte gedacht, dass das eine da das Lager ist. Das Geheime. Der da unten kann nichts machen, das heißt, der hängt fest. Oh, das war ein ganz komischer Ruckler. Und hier war ja sonst nichts mehr, wa? Es sei denn, es ist unter Wasser. Hopp.
7! Ja, mecker ruhig. Guck mich mal ein bisschen unter Wasser um. Hat man dann vielleicht einen Geldbeutel bei sich? Nee, Gissem hatte nichts mehr bei sich. Weil das wäre noch eine Möglichkeit, dass sie das unter Wasser irgendwo ein kleines Versteck haben. Ansonsten suche ich mal bei den Schiffen nach. Wenn ich ein Lager verstecken würde, würde ich es natürlich nicht sehr auffällig machen. Aber bei Thief X2 ist es echt schlimm manchmal, wie alles versteckt wurde. So, hier sind alle besiegt. Und hier war sonst nichts unter Wasser, war nee. Hier ist auch kein geheimes Versteck oder sowas. Ach man, das ist ärgerlich. Da muss ich die Mission wirklich beenden, ohne das Optionale zu erledigen. Aber wie soll man ohne, sag ich mal, Lösung, ich gucke ja nämlich nicht in die Lösung, wie soll man das denn da schaffen? Nach ausgiebigen Gesuche. Ich habe sogar schon Wachen erledigt, um voranzukommen. So, jetzt müssen wir nur an den Hammeriten vorbeigehen. Wir gehen nochmal Richtung Docks. Okay, der steht ziemlich doof, muss ich sagen. Warte mal, ich versuche einfach vorbeizuspringen. Hopp. So, ich guck mal nochmal bei den Docks. Ich durfte ja jetzt noch nicht als erfüllt zählen, wenn ich das Schiff... Ich muss das Schiff, glaube ich, betreten. So. Da geht's nur raus. Aber ich sehe hier auch keinen Geheimgang oder sowas. Ich gucke mal da hinten. Nee, das wäre Quatsch, wenn sie hier einen Geheimgang verstecken würden. An den Docks, wo sie anlegen. Versteckt doch keiner einen Geheimgang. Ein geheimes Lager. Ach, Mann. Ich bin am Überlegen, ob ich das hier cutte. Und doch mal gucke, wo sich das Lager befindet, damit ich das wenigstens zeigen kann. Soll ja immerhin ähnlich wie ein Walkthrough dienen. Das Ganze hier. Oh. Ja, nimm den Arm. Also ich hätte noch eine Möglichkeit, also eine Idee. Da quatscht ein bisschen viel. Und zwar hier. Hier hätte ich noch gedacht, dass hier was ist. Warte mal. Gucken wir mal. Hier geht es nur zu den Höhlen. Es wird noch nicht mal eingezeichnet. Das heißt, es könnte was sein. Aber wo ist der Schalter dazu, zu den Gitter? Wo ist der Schalter dazu? Der rumkrölt da oben. Und deine Statuen sind auch keine Schalter. Wir gehen nochmal zum Brunnen. Wenn ich nochmal da vorbeikomme. Ich gucke mir nochmal den anderen Räumlichkeiten um. Unsere Jungs haben vor seltsamen Dingen berichtet, die an den Leuchtturmkathedrale vorgehen. Bleibt wachsam und haltet die Augen offen. Ich habe unsere Lieferung heute Nacht selbst überwachen und Gissem wird mit seinen Leuten auf den Pier Wache stehen, falls irgendwas passiert. Leuchtturmkathedrale. Hm. Hi. Mein Brothers, du aid dein Comrade. Hallo. Ah gut, ich dachte schon, er hat Angst. Der hat Angst vor uns. So, wir haben jetzt noch die... Den hier, den Brunnen. Ah, da ist nichts. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Ach Mann, das ist... Ärgert mich ein bisschen. Warte mal, ich kann ja noch mal hier hinten gucken. Nee, hier ist nichts. Gab es nicht auch so einen Übungsraum normalerweise? Oder rennt jetzt die ganze Bastion hier lang? Mir kommt das ein bisschen alles so klein vor, Leute. Oh, das sieht seltsam aus, diese Laterne. Warte mal, hier wäre doch ein super Lager. Wenn man hier so dahinter verstecken würde, wisst ihr?
Warte mal. Das ist beweglich. Also müsste hier vielleicht ein Schalter sein dafür. Ach Mann. Oder ich bin einfach nur auf dem Holzweg. Deswegen ist es immer gut, wenn man alles erledigt, weil man dann nämlich ein bisschen mehr Zeit hat zum Gucken. Aber ich will euch nicht die ganze Zeit langweilen, deswegen werde ich, glaube ich, die Mission jetzt einfach beenden. Tut mir leid, wie gesagt, deswegen. Ich habe es nicht gefunden, das optionale Lager. Ich habe aber, wie gesagt, es selbst finden wollen. Ich habe nicht in die Lösung geguckt. Und der eine oder andere wird es vielleicht finden. Es werden bestimmt auch für solche Kommentare fallen wie, jetzt da mal gucken müssen, so, weißt du. Und ganz ehrlich, wie soll man ohne Lösung das selbst finden? Ich glaube, das hat keiner ohne Lösung gefunden. Das kann mir keiner erzählen, ob das jemand gefunden hat. Ich habe jetzt alles genauestens abgesucht. Es gibt absolut keine Hinweise darauf. Es gibt keine Hinweise darauf und man sieht es nicht. Ich bin schon überall lang gegangen und geschwommen. Das muss irgendein kleiner Millimeter-Schalter sein, der irgendwo einen Raum öffnet, der wiederum einen anderen Raum öffnet und da kommst du dann weiter irgendwie. Das kann ich mir vorstellen, dass es so eine Scheiße ist. Irgendwo was, wo keine Sau drauf kommt. Ich habe alles abgesucht, ihr seht's. Ich habe alles abgesucht. Und das finde ich halt blöd, wenn... Das ist ehrlich gesagt ein bisschen zu strange. Man kann Sachen verstecken, aber das ist zu übertrieben. Ah, ich dachte, hier wär's. Nee, das ist nur eine Luke. Ich guck sogar oben alles lang. Oh, Gavin, du bist dreimal dran vorbeigelaufen. Ja. Bin ich wohl. Okay. Warte mal, hier ist der Wartungsraum. High Voltage. Hier dürfen wir eigentlich gar nichts anfassen, sonst kriegen wir einen Schlag. Ach, halt die Schnauze. So, wir ziehen uns zurück. Also, ich habe jetzt nichts gefunden. Warte mal, hier war noch eine kaputte Statue. Mehr war aber auch nicht hier, okay. Und der rennt wieder wilde durch die Gegend. Naja. Bevor er mich komplett zum Wahnsinn treibt. Warte mal. Ich kann noch eins suchen. Ich kann noch mal die ganzen Banner zerstören und gucken, ob sich da was befindet. Was macht der denn da? Hopp. Es muss nämlich etwas sein. Das geheime Lager darf man nämlich im Dings normalen Modus nicht finden können. Wisst ihr, was ich meine? Also ihr müsst euch das so vorstellen. Das geheime Lager müsste so versteckt sein, dass es erst nach dem Angriff entdeckt werden kann. Und das war ja die Öffnung da oben. Warte mal. Wicked one, I am upon thee. Da liegt noch ein Arm rum. Ich gehe nochmal hoch. Gucke nochmal da oben. Mich wundert da, dass dieser Bereich, den wir durch den Einschuss entdeckt haben, dass der nicht gezählt wurde. Das wundert mich. So, dann machen wir hier eine Eisplatte. So. Okay, hier müssen wir hochklettern. Weil das hier ist ja, sonst hätten wir das geheime Lager ja schon in den vorigen Missionen finden können. Und den von dem Verbleib des Lagers hätte man da erklären müssen. Warum hat man es vorher nicht gefunden? Ja. Hier zum Beispiel ist doch locker zu erklären, warum das so ist. Weil man hier einen Einschuss hat. Aber ich verstehe schon, für was das hier ist. Der Einschuss hier in diesem Bereich ist nur dafür da, damit man hinter die Docks kommt. Dafür ist es gedacht. Weil anders schaffst du es ja nicht. Wobei, warte mal, doch. Du hast den Schlüssel. Das heißt, das hier kann eigentlich nur das geheime Lager sein. Wird es nicht angezeigt oder was? Naja, was soll's. Gut, wir hauen ab. Wir haben alles, was wir brauchen. Und ziehen uns zurück. Es ärgert mich ein bisschen, aber egal. Ich werde mal nachträglich gucken, wo sich das geheime Lager befindet. Oh, guck mal, da hängt eine Frau dran. Ne? Warte mal, ist das nicht von den... Nee. Ich dachte, das wäre das aus Thief 2 im Kassieren. Dieses eine Schiff. Egal, wir hauen ab.
und kehren zur Heimreise. Nee, halt, können wir nicht. Wir haben ja Kedar gefunden. Wir wissen, dass Kedar lebt. Das heißt, wir müssen jetzt nachgehen, wo Kedar sich befindet. Ja, ich hab's nicht gefunden, du blödes Missionsziel. Ja, dadurch fehlt mir ein bisschen Loot, weil ich es nicht gefunden habe, aber vom Gegner entdeckte Körper. Ich habe nichts getötet. Ich habe nichts getötet. Gut, das war's mit dieser Mission. Ich werde nachträglich noch gucken. Vielleicht mache ich ja mal eine extra Mission. Oder ich schneide es doch irgendwie rein, keine Ahnung. Ich guck mal selbst nach, wo es sich befindet. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Mission werden wir uns nach Kedar suchen, aber wir haben noch gar keine Einheitspunkte, wo genau sie ihn jetzt hingebracht haben. Wir wissen nur, dass es wahrscheinlich Karas ihn hat. Beziehungsweise jetzt wissen wir nur, dass es an Tuat übergeben wurde. Also Tuat wurde verkauft. Gut, also dann, wir sehen uns in der nächsten Mission. Bis dann. Ciao.